Tag 19 bricht an, hier in Pikmin 3. Im letzten Part haben wir ein neues Gebiet erkundet, nämlich Fluss der Veränderung, und dort haben wir die Flügel-Pikmin gefunden. Allerdings konnten wir sie noch nicht befreien, da wir nämlich dafür noch eine Brücke fertigstellen müssen. Und ja, das wollen wir in diesem Part ändern, weil sie eigentlich sammeln und vermehren können. Schließlich brauchen wir sie für die Forschung einiger anderer Gebiete. Oder natürlich in diesem Gebiet. Ist klar. Aber ja, halt erstmal müssen wir sie halt bekommen und dann farmen. Und da fehlt halt die Brücke für. Ja, quatschen wir nicht lange rum, sondern ja. Genießen erstmal die schöne Ernte, die wir im letzten Part nochmal erfahren konnten. Und dann geht's auch schon los. Jetzt auf die Suche, gehen wir auf die Suche nach den letzten Scherben. Wie viele haben wir denn jetzt? Ja, Facepickman müsste jetzt wieder vermehrt werden, okay. Was aufgeteilt, okay. So, diese Brücke müssen wir fertig kriegen hier. Fehlt aber auch noch ein kleiner Teil. Und den wollen wir jetzt suchen gehen. Ich glaube, ich weiß aber auch schon, wo wir diese finden werden. Aber dafür müssen wir aber erstmal wieder warten, bis hier wieder ein Seerosenblatt am Start ist. So. Und jump. Auch gleich wieder 5 hinschicken, um hier wieder Ultra-Motivierbären zu farmen. Haben zwar eigentlich schon genug, aber ja. Man kann hier genug davon bekommen, sage ich euch. Für das Teil brauchen wir halt die Flügel-Pikmin. So, und ich glaube, hier müssen eigentlich die letzten Scherben drin sein, oder? Müsste eigentlich. Vorsicht, die ist der hier. Boah, passt schon auf. Was sind hier für Viecher? Irgendwelche komischen wasserlebenden Viecher. Ach, solche. Ach, die Viecher sind das. Okay. Das ist schon ein Pikmin 1 und Pikmin 2 gab. Wie brauchen wir hier? 20, passt ganz genau. Gut, dass wir immer 20 dabei haben. Das ist auch der Grund, warum ich von Gelben immer 20 mitnehme, weil es meistens so ist, dass wir für solche Elektroteile meistens 20 brauchen. Deshalb kann es nie schaden, immer 20 Gelbe dabei zu haben. So, irgendwelche Dateien. Und ja, ich habe den da unten gesehen, der mich da gerade versucht hat anzugreifen. Ich habe die schon im Auge. Nur nicht blöd. Ich sehe, dass ihr was auf mich abgesehen habt. So, dann sind hier Blumen entstanden und ja, hier sind die letzten Scherben. 30 Stück. So. Ja, passt. Damit haben wir sie alle. Weißt du was, komm jetzt her, du. Hauptsache du. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache rettet sich jetzt nicht ins Wasser, aber macht er. Genau das tut er nämlich. Die schlaue Sau, du. Ah! Wegkriegen wir trotzdem, oder? Ja. Jo, wegkriegen wir. Nice. Haben wir uns erschmuggelt. Ja, auch die Festbügel vermehren, also das ist perfekt, dass hier gerade eine schöne Fünferknopfprime ist für die Facepigmen. Gelb habe ich gerade in der Reihe, sorry. Gönne ich jetzt einfach den roten.
Oh, da kommst du wieder von den Scherben zurück. Von der Scherbensammlerei zurück. Und dann kommt her. Sind schon noch welche unterwegs? Ah, die Brücke ist fertig. Okay, okay. Die Brücke ist fertig. Habe ich gar nicht gehört. Und dann kommen wir jetzt zu den Flügel-Pikmin. Wäre aber besser, wenn wir erstmal wieder ein bisschen Platz hier schaffen, weil bevor wir die vermehren, müssen wir auch mal Platz hier im Feld schaffen. So. Ja, hier, komm. So, hier noch 20 Rote mitnehmen, zur Sicherheit. Dieses müssen wir erstmal befreien. Hoffentlich die 20 Roten reichen dafür aus. Dann gibt es hier gleich zum Start mal hier gleich einen Teil. Flügel-Pikmin 1. Flügel-Pikmin können fliegen. Ach, da bekommst du so schon confirmed, dass es Flügel-Pikmin sind. So. Ja, ich sehe die. Ich sehe sie. Diese Drecksraubblätter. Ich bin nicht blind. Nee. Mit mir nicht, ihr Mistviecher. So blöd bin ich auch nicht. Dass ich euch nicht sehe. Und ja, so eine Spinne. Okay, los auf ihn. Zum Glück weiß ich, wie man mit den Viechern umgehen muss. Zack. Und da sind sie frei, die Flügel-Pikmin. Es ist an der Zeit, die zu vermehren. So. Haben wir schon mal ein Anfangsexemplar. Nein, das bekommst du nicht. Das bekommen die Flügel-Pikmin. Ja, süß. Die befreite Zwiebel hat einen Keim einer neuen Pikmin-Art ausgestoßen. Dieses Pikmin haben kleine Flügel, mit denen es fliegen kann. Da die aber verdammt schwach sind, übernehmen die Roten das Zerstören der Knopfriemen. Ja, selbst dafür sind die zu schwach. Kann ich mal kurz zeigen, wie schwach die sind, oder? Ja, da drüben, da drüben. Da kommen sie sogar nur ran. Erstmal sorgen wir erstmal, dass sie mehr werden. Habt ihr drei? Ja, die braucht drei. Perfekt. So, mit diesen Flügel-Pikmin können wir jetzt auch an diesen Dingern hier ziehen. Zupfkraut. Aber erst würde ich sagen, nehmen wir die Datei hier mit. Flügel-Pikmin 2. Flügel-Pikmin können Objekte durch die Luft tragen. Ja, perfekt. So, dann können sie auch Dinge über Wasser tragen, beispielsweise. Mit ein Ersatz sogar manchmal ein Ersatz für blaue Pikmin. Auch nur manchmal. Dinge, die komplett im Wasser liegen, dafür brauchen wir wirklich die blauen. Na, ah, hier gibt es auch manchmal Knöpfe sogar in den Boden versteckt. Manchmal auch Früchte. Die man manchmal schon auf der Map sieht. Ah, oh, da hinten, da hier. Da ist sogar zum Beispiel eine Pflaume drin, sich gerade auf der Karte. Aber wenigstens sind keine tödlichen. Du weibliche Version. Die können keine Pikmin killen. Solange es keine männlichen sind. Oh, 5. Warte mal, da ist doch sogar schon confirmed, was da drin ist, oder? 5er Knopf, oder? Wäre am wahrscheinlichsten. Eine Frucht. Ne, eine Frucht ist da nicht drin. Die Frucht ist hier drin. Ja, 5er Knopf. Perfekt. 3 Stück, okay. So. Da ist die also. Da ist was da? Eine Pflaume ist die da. Was hier drin? Ein Knopf. Ne, ein Ei. Ein Ei. Oh, nice, nice, nice. Was für ein Luck. Dramotivier-Nektar. Epic. Noch eine 5er Knopf, prima. Mal zum Schiff. Haben wir ja schon ein paar Farben. So, ihr wartet mal hier.
Alf kümmert sich währenddessen um die Flügelpigmen hier, um die Vermehrung. So, was ist hier? Hornesarak. Betätige die Pfeife, um mein Pigment zu retten, das sich in einem Netz verfangen hat. So, zu der Spinne gerade eben. Okay. Habe ich aber schon gesagt, zum Glück weiß. Guck dir das an, wie schwach die sind. Und bei der großen. Boah. Digga, das dauert ja ewig. So. Dauert zwar ein bisschen, aber ja, passt. Wir haben die Pflaumen zum Schiff gebracht, ne? Ja, die sind schon da am Schiff. Wir haben die Pflaumen schon zum Ziel gebracht. Lecker. So. Dann kann man, gibt's hier noch was. 10 Stück. Okay, jetzt sind hier drüben Seerollenblätter. Hä? Och nö, private Nummer greift schon, ruft schon wieder an. Was ist das für ein Scheiß schon wieder? Hast du mal wieder vergessen, hier jemanden einzuspeichern oder was? Oh, wir werden gerufen. Wer kann das sein? Ja, private Nummer halt. Ein Scheiß. Ach nee, Louis ist es. Oh, hi. Dolphin, ich bin Lou, Captain Oli. Ja, du bist Louis, das weiß ich. Großer Baum, Kreaturen, überfallen. Kannst du mal ein bisschen deutlicher reden, du Spast. Jeder weiß, dass ich, der Pikmin 2 von mir gesehen hat, der weiß, dass ich diesen Spacko hasse. Hilfe. Ja, halt's mal. Oh, Captain. Captain Oli? Nein, er ist nicht Captain Oli mal. Ja, das wird jetzt die ganze Story versauen jetzt. Das sage ich euch jetzt schon. Dass die denken, das ist Captain Oli mal. Weil sie verstanden, Captain, weil er von Captain Oli geredet hat. Also von Captain Oli mal. Das ist aber nicht Captain Oli mal. Er hat extra gesagt, ich bin Lou. Also er ist Louis. Er hat einfach nur scheiße gesprochen, der Vollidiot. Ja, aber das wird jetzt die ganze Story jetzt erstmal ruinieren. Wow. Ja, ja, ihr denkt mal wieder, das ist Captain Oli mal. Die Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, müssen von ihm sein. Nein, oft noch. Scheint eine Gefahr zu sein. Wir müssen ihm helfen. Olimas Signal kommt vom Unterlauf des Flusses. Wie schon gesagt, es ist nicht Olima. Aber man muss es ihnen ja verzeihen. Sie haben Olima noch nie gesehen. Wissen von daher auch nicht, wie er aussieht. Und ja, da kann nur mal so ein Fehler auftreten. Aber wie gesagt, ich kann es euch jetzt schon sagen. Und ja, bin sicher, wenn es eh die meisten wissen, die Pikmin 2 schon gespielt haben. Oder das Spiel auch selbst schon gespielt haben. Ja, dass das nicht Captain Olima ist, sondern Louis. Ja. Zweiter Hauptcharakter aus Pikmin 2. Für die, die es noch nicht wissen. Aber man hat ihn ja für eine Weile gespielt, bis er dann hier verloren gegangen ist auf dem Planeten. Dann hat man ja den Präsidenten als zweiten Charakter gehabt. Mehr dazu einfach in meine Playlist reinschauen. Ich habe dann 100% Let's Play von Pikmin 2. Lege ich euch auch auf jeden Fall ans Herz. Ist so ein geiles Let's Play geworden. War richtig, richtig geil. Zum Anfang dachte ich immer, das wird total Katastrophe. Aber letztendlich war ich eigentlich total zufrieden damit. So eskaliert ist es gar nicht. Letztendlich habe ich sogar, das heißt, Play sogar meine Meinung zu Pikmin 2 letztendlich sogar geändert am Ende. Also habe ich sogar meine Meinung zu Pikmin 2 geändert. Vorher habe ich ja immer gesagt, ja, total asozial das Spiel. Kann auch gar keinen Spaß machen. Doch letztendlich, ja, dann hat mir dann gedacht, boah, doch, nice Game. Wirklich. Letztendlich hat es doch Fun gemacht. Auch wenn es auch ein paar Parts gab, oder beziehungsweise gewiss einen Part gab, wo die Sache dann doch etwas eskaliert ist. Wenn ich mich da so zurück erinnere. Aber ja, komm. Da kann man überdenken. Sonst war das ein ganz, ganz geiles Let's Play. So, dann können wir noch ein bisschen die letzte Zeit noch nutzen, um hier ein bisschen
Questpigment zu vermehren. Das heißt, die Flühpigment schicke ich dann auch schnell rein. Ist nur die Frage, ob ich mich jetzt hier jetzt im nächsten Part auch nochmal hier weiter umsehe. Oder ob ich in ein voriges Gebiet zurückkehre. Mit dem Flügelpigment können wir ja einiges reißen. Auch der Arme. Liegen da gerade ein bisschen fest. Aber er hat es noch geschafft. Warte mal, wo sind denn hier 16 Stück? Oh shit! Da sind noch welche in der Höhle. Verdammt, die muss ich noch ganz schnell holen. Okay, wir brechen das kurz ab. Wir müssen die ganz schnell retten. Und sterben die. Komm schnell, hallo. Ich weiß, die müssen wir auch noch retten, aber... Lieber sterben wir die 5 als die ganzen 11, die da drin rumhängen. Die ganzen 11 gelben Pikmin, die da rumgammeln. Komm, wir schaffen das. Wir werden sie alle retten. Hier kommt mal her, da. Ich möchte zu, möchte nämlich ungern, dass die 5 jetzt dafür sterben müssen. Wir haben das jetzt ein bisschen krass bemessen, ey. Scheiße. Die ist ein bisschen in die Hose. Aber vielleicht geht es ja genauso aus wie bei dem einen Part. Dass ich sie noch alle retten kann. Ja, komm. Der letzte kommt da. Okay. Okay, doch. Ah, wir haben's. So. Wir konnten sie noch alle retten. Perfekt. Haben wir noch Glück gehabt. Konnten jetzt zwar nicht mehr die Felspickel vermehren, aber ja. Lieber rette, ihr sind alle in Sicherheit, als dass ich hier welche vermehre. So, sind sie alle safe. Nee, Freundchen, du bist leer aus. Wieder größer. Sie hat die andere absorbiert. Steckt ein Plan dahinter? Sie entwickelt sich weiter. Und sie ist größer geworden. Die Alpha Medaille ist ja am Ende noch so. Und sie ist größer geworden. Nice. Und ja, leider ist die Pflaume aber das Einzige, was wir bekommen konnten. Schade. Polierter Bärenstein. Haben wir 2 von 3 von denen. Nice. So, aber wieder 29 übrig. Nice. So, jetzt haben wir wieder 29. Ja, für 29 Tage reichen die. Passt doch. Ist doch super. Oh, ich sehe gerade, wir haben 33 von 66 Früchten. Nice. Also von den Früchten haben wir sogar schon die Hälfte. Nicht schlecht. Kommt gut voran. So diese Frage, wie viele Dateien es insgesamt gibt. Da habe ich wirklich keine Ahnung, wie viele es insgesamt gibt. Aber von den Früchten her machen wir ordentlich Fortschritte. Wir sind mehrfach über Auszeichnungen gestolpert und jetzt hatten wir endlich Kontakt zu dem Verfasser, Captain Onima vom Planeten Nokotate oder auch Louis vom Planeten Nokotate. Aber das wissen wir ja nicht. Doch wurde er von einer Mischenkreatur angegriffen und befindet sich in akuter Gefahr. Vielleicht verlieren wir ihn,
Verlieren wir ihn, verlieren wir auch alle Hinweise auf den Verbleib unseres Überlichtschlüssels. Also sollten wir ihn schnell retten. Stimmt auch wirklich. Louis ist der Einzige, der weiß, wo der echte Olimar ist. Stimmt schon. Wir müssen ihn schon retten. Ist da. So, und hier ist auch wieder der Speicherpunkt, wo ich den Part beenden werde. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und beim nächsten Mal geht's weiter bei Pikmin 3. Ciao.